Hallo und herzlich willkommen zu meinem Improvisationskurs. Ich möchte euch in meinem Kurs vermitteln, wie man improvisieren versteht und üben kann. Major 7. Und jetzt F7. Oft ist es ja so, man hat eine gewisse Vorstellung, wie eine Improvisation klingen soll, aber man kommt nicht dorthin. Wie übe ich das Ganze? Das möchte ich dir in meinem Kurs zeigen. Wie übe ich Improvisation? Was brauche ich dafür? Ich brauche Griffbrettorientierung. Okay, Arpeggios. Welche Arpeggios habe ich in der C-Dur-Tonleiter? Heißt im Grunde genommen, ich habe C-Dur. Der nächste wäre D. Natürlich sehr viel üben, ganz klar. Ich muss verstehen, wie ich übe. Das ist noch etwas viel Wichtigeres, weil improvisieren üben bedeutet nicht unbedingt, ich mache mir einen Backing-Track an, ich nudel da einfach drüber, den Kram, den ich immer spiele. Damit festigst du dein Wissen, was du hast, aber du findest nicht unbedingt neue Wege. Ich möchte dir in meinem Kurs zeigen, wie entdecke ich neue Wege, wie schaffe ich mein Ohr zu trainieren, wie schaffe ich kreativ zu sein. Bam, 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 badam, bam. Und dieses rhythmische Pattern loopt ihr einfach und spielt damit Töne. Achtet mal drauf. Ist quasi in 5 Kapitel aufgeteilt. Wir haben einmal das Changes Playing 1, Changes Playing 2, Arpeggios, Chromatics und Fragments. Bei dem Thema Fragments behandle ich zum Beispiel, wie man Linien selber schreiben kann, wie man darauf kommt, neue Ideen kreativ umzusetzen. So, merkt ihr? Und so kann ich improvisieren, komponieren, kreieren. Und darum geht's. Das Thema Arpeggios zeigt dir, wie man Standard-Arpeggios, Dur, Moll, vermindert oder was auch immer, kreativ einsetzen kann, indem man Substitute benutzt, indem man Farbtöne verwendet, um Arpeggios interessanter klingen zu lassen. Zum Beispiel eine Idee, die du A3 benutzen kannst. Ja? Als Beispiel, sagen wir, du würdest jetzt C-Moll, das ist einmal hier, hier und hier. Sagen wir, die Idee geht folgendermaßen. Das heißt, ich lande immer auf der Mollterz. Chromatics. Im Kapitel Chromatics möchte ich mit dir darüber sprechen, wie umspiele ich Arpeggios, wie umspiele ich Akkordtöne. Das ist die Mollterz. Und jetzt achte drauf. Jetzt macht die Phrase erst Sinn, weil wir, das ist die Mollterz, zu der wir hin wir auflösen wollen. Wir schauen, hier ist mein Arpeggio. Das Konzept war jetzt der nächste Ton in der Tonleiter, der kommt. Dann einen Halbton unter dem Ton, den wir anspielen wollen und dann den. Das wäre das mit 3 Tönen. So, das sind jetzt Quintolen. So, das ist ganz nett. Was ist denn aber, wenn wir das als 16. spielen? Achtet mal drauf. Und versucht damit jetzt mal eine Geschichte zu erzählen. Ja, also ich habe nur die 3 Töne plus Bendings, die ich benutzen darf und muss dann halt versuchen, jetzt kreativ zu sein. Das heißt, das Erste, was jetzt in mir vorgeht, ist, ich fange nicht sofort an zu spielen, sondern ich versuche mir erstmal ein Szenario vorzustellen. Was möchte ich ausdrücken? Okay, gut. Ich versuche mal ein wenig zu improvisieren, nur mit diesen 3 Tönen. Woran liegt es? Ganz einfach, ich bin ein wenig mehr in der Materie drin, in der Musik. Das heißt, ich höre, in meinem innerlichen Ohr höre ich die ganze Zeit dieses Schlagzeug weiterlaufen und versuche da zu agieren. Das heißt, Rhythmen, die ich dagegen höre, zum Beispiel dum, duk, tak, 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 tak. So.
So, was könnten wir jetzt hier hören? Ich höre jetzt da, tacke da, 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 tacke da, da. Das höre ich jetzt. Da, tacke da, 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 tacke da, da. Rhythmisch denken. Rhythmisch. Rhythm is king, wie man so schön sagt, ja. Limitierung, auch eine ganz, 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 ganz wichtige Sache. Und Frage-Antwort-Prinzip, das sind alles so Dinge, die möchte ich euch in dem Kurs zeigen, wie man eine gute Improvisation aufbauen kann und wie man gut improvisieren lernen kann, ja. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Kurs und hoffe, euch ein wenig auf der Reise begleiten zu können, um euch zu helfen. Dann sollte auch Improvisation für dich kein Fremdwort mehr sein. Viel Spaß mit dem Kurs, ich bedanke mich recht herzlich bei dir und viel Spaß beim Improvisieren.